die Seidemanns aus Weißbach bei Jena. In den vergangenen Monaten war die Familie beruflich viel im Ausland unterwegs. Die Kinder durften mit. Denn dank einer Sondergenehmigung vom Schulamt wurden die beiden schulpflichtigen Kinder Damian und Elia für diese Zeit vom Unterricht freigestellt. Den Weg würde Damian gerne weitergehen. Der 14-Jährige müsste im August wieder die Schule besuchen. Doch das vergangene Jahr hat ihm und seinen Eltern gezeigt, dass sich Bildung auch auf andere Weise aneignen lässt. Damian würde gerne am Fernunterricht einer US-amerikanischen Highschool teilnehmen. Wir haben bei den beiden gemerkt, dass Schule nicht mehr die Bildungsräume anbieten konnte, die sie gebraucht haben. Es ist schlicht und ergreifend in eine Frustration reingegangen. Und haben nicht mehr das machen können, was angeboten wurde, war nicht ihrs. Und wir sind auf der Suche nach Lösungen dafür und haben dann festgestellt, freies Lernen in ihrem eigenen Tempo, in ihrem eigenen Rhythmus mit den Dingen, die sie tatsächlich interessieren, bringt sie für ihren Bildungsanspruch wesentlich weiter. Die Eltern beschäftigen sich intensiv mit den Kindern, sind Stammgäste in den Leihbibliotheken der Umgebung. Sie oder andere Mitglieder des Jenaer Freilernernetzwerks erklären Neues im Alltag. Ebenso recherchieren sie gemeinsam Fragestellungen im Internet. Und was ist, wenn die Kinder mal keine Lust haben, eventuell sogar über Wochen hinweg? Wenn junge Menschen lange fremdbestimmt agiert haben, verlieren sie die Motivation, sich selbst zu bestimmen, auch die Fähigkeit, sich selbst zu bestimmen. Und das muss erst mal raus, das muss erst mal abklingen. Und es ist einfach normal, dass Menschen, die aus dem Schulsystem rausgehen, diese Zeit erst mal brauchen. Wir hatten das auch und stellen fest, irgendwann erwacht diese intrinsische Motivation, die für Bildung Voraussetzung ist, wieder. Das mag alles stimmen, so die Haltung in der Thüringer Kultusverwaltung. Aber rechtlich gilt in Thüringen nun einmal die Schulpflicht, und zwar ausnahmslos. Dieses Gesetz hat einen guten Grund. Die Gesellschaft möchte ganz bewusst, dass jeder junge Mensch zu einem verantwortungsbewussten Teil der Gesellschaft herangebildet wird. Und dafür hat der Gesetzgeber die Schulbildung als unerlässlich angesehen. Und Schulverweigerung werde mit Geldbußen bestraft. Soweit soll es nicht kommen. Das Freilernernetzwerk arbeitet daher an seinem Angebot, baut im Jenaer Kulturlabor einen Lernort auf, der breites Wissen vermitteln soll. Auch für Schulkinder. Bei uns steht die Freiwilligkeit ganz oben. Ja, weil nur was ein Kind wirklich freiwillig tut, was es lernt von sich aus, bleibt auch haften. Und dieser Satz hat Bestand, unabhängig von jeder Schulform.